Im heutigen Video nehmen wir euch mit zu einer beeindruckenden Strandwanderung. Wir erzählen etwas über den Campingplatz und lassen gemeinsam mit euch den Tag ausklingen. Seid gespannt und bleibt dran. Ja, schönen guten Morgen. Wir blicken heute hier zu unserer Dachluke heraus aufs Mittelmeer und hinten sind die Berge. Das ist ein sehr schöner Stellplatz. Hinten über den Berg kommt die Sonne hoch. Das war der Blick aus unserem Schlafzimmer heraus. Am Strand entlang. Wir schauen uns mal hier den Platz an. Hier runter gehen wir wieder. Oder davor zu gehen wir. 50 Meter gelaufen und sind wir hier. Am Strand. Guck dir mal das herrliche Wasser an, wie sauber das ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das Mittelmeer so sauber ist. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber hier am Wasser lang laufen geht nicht, wie es aussieht, ne? Einfach hoch auf die Straße. Oh, die Straße lang laufen habe ich keine Lust. Ein wunderschönes Treibgut gefunden hier. Und hier steht drauf: Glück ist, wenn der Bass einsetzt. Also man einsetzt. Wenn nicht mein Garten habe, wenn sein Haus ist. Treibgut. Baden gehen ist noch zu zeitig. Nasse Füße? Bitte? Hast du nasse Füße? Nee. Wir warten auf den Freien. Was es auf alle Fälle hier gibt, gut ausgebaute Wanderwege. Ja. Wenn wir steigen, ich würde mal um die Ecke gehen hier vorne. Die Ecke können wir machen. Hier geht es nur gut zu laufen. Ja, guck mal, sieh wie kleine Badewanne hier, hä? Traumhaft. Wunderschön. Der Platz liegt sehr gut, ne? Großer, absolut. Das sieht aus wie ein Canyon hier, hä? So nah ranzieht, super. Ist es auch, ne? So Steinformationen am Wasser. Hier ist ausgewaschen hier, hä? Das ist ein cooles Video hier, hä? Ziemlich breit hier. Blättert relativ ab, wenn da Sprung fühlen können. Das ist ganz schön schnell abblättern. Das hier vorne sieht aus wie so ein Stierkopf, hä? Steht irgendwas dran. Zapatrusche. Zapatrusche. Halt die Kusche. Ist das Zapatrusche Fleisch gewesen?
Sturm. Halt fest. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Guck mal, der große Stuhl. Hier, kannst du mal draufsetzen. Ne? Versuch mal. Aber wenn du das schaffst, bist du nicht so alt, wie du bist. Also bitte nicht übel nehmen, aber ihr könnt es wirklich filmen, alles so filmen. Und wir wollen euch ja zu Hause ein bisschen mitnehmen und ein bisschen Urlaubsfeeling auf euch vorbereiten, dass ihr ein bisschen Lust habt, wieder im Sommer in die Welt rauszufahren und guckt euch die schöne Erde an. Es gibt traumhaft schöne Plätze und die sind gar nicht weit. Also Sardinien ist ein absoluter Insider-Tipp. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Warte mal, komm hier mit, ich geb dir mal einen Weg. Wir machen nur die Uhr, oder? Ganz klares Wasser, ey. Das Stück ist jetzt kompliziert, ja. Findest du einen Weg? Ja, dort rüber? Genau. Aber die lustigsten Videos sind, wenn du ins Wasser reinfliegst. Das müsst ihr schnell machen. Zack, zack, zack. Ja. Na, ein bisschen hüpfen. Und dann hast du es geschafft. Super. Und ich? So, jetzt haben wir die kleine Bucht hier hinten überquert, habt ihr gesehen. Beth hat hier ihren Stone-Mann gefunden. Steinmann. Ein echter. Ja, die Felsen sind natürlich ein bisschen porös. Muss man aufpassen, dass man ohne was auf den Kopf kriegt. Immer ein bisschen mit nach oben schauen. Das ist ein relativ loses Gestein hier. Habt ihr vor uns gesehen, wie es abbröselt. Das bricht immer weiter weg. Kamille schon im vollsten Blütenstand. Unseren kleinen Morgenspaziergang beendet. Jetzt werden wir Mittagessen hier auf unserer schönen Wiese, Blumen übersät. Jetzt sucht das beste Motiv aus. Gehen wir außen schön essen jetzt. Genial. Hier essen wir jetzt. Und da blüht noch mal die Blumen jetzt blühen. He. Das ist herrlich alles. He.
Mahlzeit. Heute gibt es Semmelknödel und Gulasch. Ja, also schmecken lassen. Okay, jetzt muss ich essen, es wird kalt. Wir hören das Rauschen des Mittelmeers in der Ferne. 16 Grad sind, in der Sonne sind vielleicht 23. Immer so wie Windhausen, ne? Schön. Was liest du denn von Swirler? Offline lese ich. Oh. Das bin ich auch hier offline, Eger. Hast kein Internet hier, das kotzt mich eigentlich an. Offline bin ich auch. Oh. Merkst du erstmal, wie du die Technik brauchst, ne? Es ist zwar ein wunderschöner Sonnenuntergang draußen. Die Tagestouristen, Wochenendtouristen sind alle zurückgezogen, sind zurückgefahren. Und wir sind jetzt fast alleine auf dem Campingplatz. Die Sonne geht unter. Und Beth, was machen wir denn Feines zu essen heute? Ich hab noch Thüringer Bratwurst. Oh, ja. Endlich mal ein bisschen Heimatgefühl. Die hatte ich noch und die müssen weg. Und da trinken wir schönes Bier dazu. Genau. Also ihr lieben Follower, es gibt auch Bier in Italien. Hier steht's. Das ist aber aus Deutschland. Ja, genau. Können wir jetzt da essen, ne? Ja. Ich will noch mal eine Abnahme machen. Okay, hast du fein gemacht. Chefkoch, gut erledigt heute. Ja. Hier haben wir unsere Waschbällen. Und hier braten die auf diesen Herd. Sonnenuntergang zum Fenster draußen. Das ist aus der Küche. Küchenfenster. Ich gehe mal hin ins Schlafzimmer. Und das ist Fensterblick aus dem Schlafzimmer heraus. Hier liegst du im Bett, guckst hier raus. Das ist doch wie ein Bild, he? An der Wand, traumhaft. Verschwindet sie jetzt im Mittelmeer die Sonne. Und wir haben auch langsam was gegessen. Und das Bier getrunken. Oder Beth kann sich auch nicht sein lassen, fotografiert. Jetzt auch, ne? Ach du meine Güte! SOS im Maschinenraum! Was ist denn heute los? Der Fernseher ist aus. Wir haben ein echtes Problem mit unserer Satellitenschüssel und können die Horrormeldungen aus der Welt nicht mehr verfolgen. Und was machen wir heute? Das klassische Schwarzer Peter Kinderspiel. Mehr haben wir nicht an Bord. Was? Knüffel haben wir noch. Knüffel haben wir noch, wir haben noch einiges. Und wir werden euch heute mal mit auf eine Reise nehmen in unsere Kindheit, als wir noch Schwarzer Peter gespielt haben. Auf zur ersten Runde. Schwarzer Peter. Schwarzer Peter. Das ist doch scheiße. Nee, da müsst ihr mal mit hingehen. Das kann ich jetzt. So, gucken wir auf so und dann gehen wir so rüber. Auf zur ersten Runde. Los geht's. So, dann muss ich meine Brille aufsetzen, damit ich das besser sehe, ob ich den schwarzen Peter habe. Das ist ja psychologisch ein ganz spannendes Spiel. Wer stöhnt denn da? Wer stöhnt denn da so? Ich weiß wohl, das ist immer das Tier. Ich bin eben nicht mehr so in Wald befreien, was da hochsteckt, das ziehe ich nicht. Zack. La 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 la
Und wer hat die schwarzen Bilder? Die Bit, die Bit, die Bit, Bit, Bit. So, das war die erste Runde. Die anderen, du musst selber spielen. Passing, Dore, Passing, Dore, Passing, Passing, Dore, Passing, Passing.